Herzlich willkommen bei Traktoren in wenigen Sekunden. Der Bautz 300DD ist ein Tragschlepper der Firma Bautz aus Saulgeul. Der Motor der Motorenwerke Mannheim leistet mit 1400 Kubikzentimetern Hubraum 20 PS. Als der Bautz 300 1959 mit einer Schaltung direkt am Lenkrad auf den Markt kam, war das eine Sensation. Der Bautz 300 war der erste Schlepper, der den Schalthebel nicht mittig zwischen den Beinen des Fahrers hatte, sondern am Lenkrad. Produziert und entwickelt wurde diese Art der Schaltung gemeinsam mit der Firma G-Trag. Der Bautz 300 verfügt über 7 Vorwärts- sowie einen Rückwärtsgang. Um den Schlepper vielseitig einsetzbar zu machen, konstruierte man den Bautz 300 als Standardschlepper sowie als Tragschlepper. Beim Tragschlepper wanderte das Lenkgestänge unter den Traktor und schuf somit Platz für die eigens konstruierten Arbeitsgeräte. Das Lenkgetriebe ließ man von der Zahnradfabrik Friedrichshafen produzieren. In dem kurzen Produktionszeitraum des Bautz 300 erreichte man beachtliche Produktionszahlen. So wurden vom Bautz 300 bis 1963 3012 Exemplare gebaut.